Ein Tierarztbesuch ist meist ein notwendiges Übel. Schon die ersten Kontakte Ihres Welpen sind daher entscheidend. Der Züchter legt hier den ersten Meilenstein. Die erste Impfung sollte daher im gewohnten Umfeld der Welpen vorgenommen werden. Wir starten hier mit viel Ruhe. Falu wird hereingetragen und nach der Anmeldung bleibt er, bis er an der Reihe ist, auf dem Schoß. So kann er aus einer sicheren Position andere Tiere beobachten und auch neue Gerüche kennenlernen. Bei einer Routinekontrolle wird Ihr Hund gewogen, der Allgemeinzustand des Hundes festgestellt und auch der Chip wird abgelesen. Trainieren Sie das schon mit Ihrem Welpen zu Hause. Stellen Sie Ihren Welpen auf einen Tisch und warten Sie ab, bis er ganz entspannt ist. Schauen Sie in seine Ohren, in die Augen. Massieren Sie seine Lefzen und öffnen Sie leicht sein Maul. Steigern Sie das Öffnen graduell, bis das ganz normal für ihn ist. Die Beine werden von oben nach unten abgetastet und auch die Pfotenballen und Zehenzwischenräume. Doch vorsichtig, hier sind die meisten Hunde kitzelig. Heben Sie auch seine Rute an, denn ab und an kommt auch das Fieberthermometer zum Einsatz. Und beim Rüden nicht das Ertasten der Ruten vergessen. Falu durfte hier in der Tierarztpraxis Dr. Rasim in Recklinghausen seinen ersten Termin ohne Impfung machen. Wir haben mit Ruhe begonnen und mit Futter und Ruhe den Besuch beendet. Noch mehrmals hat Falu beim Tierarzt vorbeigeschaut, zum Wiegen oder nur zum Hallo sagen. Bei seiner Impfung war alles ganz entspannt. Sogar die Tollwutimpfung, die stark brennt, hat er mit Bravour überstanden. Alle Übungen können Sie natürlich auch mit einem älteren Hund trainieren. Ihr Tierarzt wird es Ihnen danken.